Chronischer Eisenmangel, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit diesem Thema möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen hier bei QS24 im Format Gesundheit. Chronischer Eisenmangel, man hört es ständig und überall, wo Menschen geplagt sind, mit zu wenig Eisen im Blut zu haben und man weiß nicht richtig, was man zu machen ist. Man nimmt irgendwelche Drinks zu sich, hängt ständig an dieser Flasche und irgendwo nach 3 Monaten die nächste Flasche und die Blutwerte sind immer noch nicht besser. Ich möchte gerne dieses Thema mit einem Experten diskutieren, der im Bereich der Biochemie ganz tiefe Kenntnisse hat über die Funktionsweise eines Menschen. Er selbst ist Therapeut in der Gegend des Bodensees. Ganz herzlich willkommen, Wilfried Obel. Ich freue mich, dass ich wieder da bin, Alexander. Sehr schön, danke. Ich weiß nicht, wohin die Reise geht, aber dieses Thema chronischer Eisenmangel haben wir miteinander diskutiert als ein mögliches Thema. Und ich möchte gerne schon mal erfahren, wo denn die wirklichen Ursachen sind. Ja. Was führt bei einem Menschen dazu, dass er ständig Eisenmangel hat? Gut, die Symptome eines Eisenmangels äußern sich zum Teil unterschiedlich, sind abhängig von der individuellen Konstitution des Menschen und haben überwiegend Verallgemeinerungen zu finden im Bereich von Erschöpfung, Müdigkeit, Antriebslosigkeit, mangelndes Vermögen, sich durchzusetzen, auch durchaus seine Position zu wahren, seine Stellung zu vertreten, auch seine Glaubenssätze aufrechtzuerhalten. Alles das, was auch mit der Stärke des Eisens zu tun hat, geht dann im Laufe der Zeit verloren mit allen daran angeschlossenen Mentalkonzepten, die wir uns zusammengebaut haben im Laufe unseres Lebens, die dann irgendwo die innere Stärke, das Skelett, die Struktur verlieren. Also das sind jetzt gerade ein paar unglaublich wichtige Punkte gewesen, wo sich vielleicht der ein oder andere Zuschauer da draußen vielleicht auch gespiegelt sieht. Also wenn sie sich gerade gespiegelt sehen, würdest du den Leuten dann auffassen, nur schon bei diesen Symptomen empfehlen, mal eine Blutanalyse zu machen und zu schauen, ob da wirklich ein Eisenmangel vorliegt? Jein. Also ich würde schon eine Analyse empfehlen vorzunehmen, wobei die Blutanalyse nicht immer unbedingt ausreicht. Vielleicht, wenn man an einen Immunologen oder einen Internisten gerät, der sich mit dem Thema Eisen beschäftigt. Oder es gibt auch Eisenärzte. Also es gibt, glaube ich, ein Portal, das heißt Eisenzentrum. Da wird das Ganze auch ein bisschen genauer beleuchtet. Aber dort ist die reine schulmedizinische Betrachtung steht dort im Vordergrund, was aber schon ausreicht. Also es ist ja nicht so, dass die Medizin dort nichts zu suchen hat. Im Gegenteil, das ist ganz wichtig, damit man eben auch aus der physiologischen Sicht genau betrachtet, was passiert nun mit dem Eisen und mit diesen verschiedenen Eisenformen, die im Organismus vorhanden sind und die auch im Blut vorhanden sind und sein müssen. Und jetzt eine ganz herkömmliche Blutanalyse während des sogenannten Blutbildes sagt relativ wenig aus. Ah. Da kann ich also den eigentlichen Eisenmangel erkennen, ich kann den Hämoglobinmangel erkennen, aber auch da sind die Referenzbereiche ziemlich groß und es wird erst ab einem bestimmten unteren Wert gesagt, oh, da müssen wir was machen. Dabei könnte man eigentlich schon viel früher, gerade bei Frauen, anfangen, etwas zu tun. Der Begriff Anämie, Eisenmangelanämie, der ist sehr geläufig geworden. Es gibt sehr viele Menschen, die haben eine chronische Eisenmangelanämie aufgrund von einer atrophen Gastritis. Die atrophe Gastritis, das ist also eine unterschwellige, leichte, chronische Magenschleimhautentzündung, die sorgt dafür, dass verschiedene biochemische Prozesse im Magen nicht stattfinden, um Eisen resorbieren zu können. Und diese Menschen leiden dann oftmals an einer Eisenmangelanämie oder an anämischen Erscheinungsbildern, was dann bedeutet, die haben zu wenig Hämoglobin, Hämeisen, roten Blutfarbstoff auf den Erythrozyten. Das wiederum bedeutet Sauerstoffmangel im gesamten Organismus, mehr oder weniger. Ah, das ist die Kaskade wieder am Laufen. Aber die Ursache war jetzt in diesem Fall im Magen. Ja, eine Ursache davon ist im Magen, aber das ist bereits schon die Folge einer Ursache. Ich würde sagen, Eisenmangel ist eine klassische Übersäuerungskrankheit. Aha. Ja. Wir haben ja auch wieder nur 25 Minuten. Ich versuche das zusammenzufassen, dass es jetzt auch nicht wie so ein Monolog wirkt.
Ja, ich kann mich jetzt zu den Zuschauern setzen und du kannst in den Lehrstuhl jetzt da. Wenn wir davon ausgehen, dass der Säure-Base-Haushalt einen übergeordneten Regulator hat, das Blut, ja, und dass dieses Blut über 4 allgemein anerkannte und erforschte Puffersysteme verfügt, das ist der Bicarbonatpuffer des Blutes, der Hämoglobinpuffer des Blutes, der Plasmapuffer des Blutes und der Phosphatpuffer. Diese 4 Puffersysteme regulieren den pH-Wert des Blutes aus. Das heißt also, der Blut-pH, der immer zwischen 7,35 und 7,4 sein soll, also leicht basisch, den wir haben müssen, um überhaupt zu überleben, der wird konstant gehalten, ja, mittels dieser Puffersysteme. Genau. Und der Natriumbicarbonatpuffer ist der wichtigste. Der wichtigste Puffer im Säure-Base-Haushalt und auch der wichtigste Arbeitspuffer im Bereich des Blutes ist eben dieses Kohlensäure-Bicarbonat-System, das dafür sorgt, dass überschüssige H-Plus-Ionen entsorgt werden und mittels Kohlensäurebildung zu CO2 umgewandelt und dann abgeatmet werden. Mhm. Das heißt, in dem Fall ist die Lunge unser Entsäuerungsorgan. Und sie ist auch wirklich das Entsäuerungsorgan Nummer 1. Alle Körpersäuren, die zunächst entstehen in diesen Prozessen der Übersäuerung, wo OH-Ionen abgefangen oder letztendlich entsorgt werden müssen, funktionieren über dieses durch ein Enzym, Carboanhydrase heißt das Enzym, durch ein Carboanhydrase-Enzym gesteuertes Kohlendioxid-Entsorgungssystem. Das heißt, es entsteht Kohlendioxid und Wasser. Wasser ist dazu da, um das Blut dann eben mit Wasser zu verdünnen, das ist gut, und das Kohlendioxid wird abgeatmet. Mhm. Das ist also dieser immer. Ganz... Immer? Ja klar, wir atmen jede Sekunde. Ja, ich habe nur mal oft gehört, wenn wir mal wieder lernen würden, richtig zu atmen, tief zu atmen, würden wir viel, viel besser entsäuern und entgiften. Das stimmt. Und wir Europäer atmen meist nur oberflächlich. Ja. Also haben wir doch da einen riesen Unterschied zwischen richtig atmen und oberflächlich. Ja. Oder? Das stimmt. Also die Lunge ist unser wichtigstes Entsäuerungsorgan. Das Kohlendioxid abzuatmen ist eine absolute Prämisse und wir können durch Atemtraining die Kohlendioxidabatmung unterstützen. Mhm. Und das heißt, bewusstes Atmen gehört durchaus mit zu einer ganz wichtigen Entsäuerungsmaßnahme, wenn ich es denn so machen möchte. Mhm. Dazu kann man auch in der Bewegung, im Bewegungstraining zum Beispiel, was sehr gut funktioniert, das mache ich meistens, weil ich für diese, ich nenne es mal meditativen Atemübungen, da habe ich nicht so richtig den Bezug zu, ich bewege mich lieber. Ich betreibe asymmetrisches Arbeiten beim Laufen oder beim Gehen. 3 Schritte lang atme ich ein und 12 Schritte lang atme ich aus. Das heißt also, mein Abatmungsvorgang dauert wesentlich länger als der Einatmungsvorgang. Und man könnte es jetzt ganz grob sehen, dadurch wird das Abatmen von Kohlendioxid bewusster und gründlicher vorgenommen. Okay, ganz wertvoller Hinweis, vielen Dank. Ja, das funktioniert ganz gut. Und eben dieses Abatmen von Kohlendioxid hält den Bicarbonatpuffer des Blutes aufrecht. Aber dort gibt es natürlich Beeinträchtigungen und Hindernisse und Überforderungen. Und wenn der Bicarbonatpuffer des Blutes erschöpft ist, ich nenne es jetzt einfach mal so, warum, gibt es Dutzende von Gründen, führt jetzt zu weit, das zu erörtern, ist eine andere Sendung wert. Wenn nun der Bicarbonatpuffer des Blutes erschöpft wird, tritt der sogenannte Hämoglobinpuffer in Kraft. Das ist der Puffer der roten Blutkörperchen, die also mittels des roten Blutfarbstoffs, mittels des Hämoglobins, der aus Eisen gebildet wird oder unter Zuhilfenahme des Eisens gebildet wird, werden weitere Säuren abgepuffert. Es geht so weit, dass das rote Blutkörperchen Vakuolen bildet. Das sind kleine Säckchen innerhalb des Eris, innerhalb des Erythrozyten, der dann also in der Lage ist, Säuren aufzunehmen im Inneren der Zelle in kleinen Reservebehältern. Die heißen Vakuolen. So ein Erythrozyt, so ein rotes Blutkörperchen, hat einige Vakuolen. In den Fällen des Säurehochstandes des Blutes nimmt es die Säure auf, puffert sie also ab. Und wenn nun wieder Entspannung angesagt ist, dann gibt es die Säuren auch wieder ans Blut ab. Es gibt allerdings dort auch eine fatale Entwicklung. Wenn die Übersäuerung anhält, dann werden die Vakuolen in den roten Blutkörperchen immer größer. Die Blutkörperchen werden immer unbeweglicher, sie werden starr und sie verhindern dadurch die Mikrokapillardurchblutung. Das heißt, ein Blutkörperchen, dessen Hämoglobinpuffer
beansprucht wird und was diese Vakuolen in sich bildet, bläht sich auf zu einer Größe, dass dieses Blutkörperchen nicht mehr durch die Kapillaren passt. Was ist die Folge davon? Kein Sauerstofftransport oder ein verringerter Sauerstofftransport in die Kapillarsysteme. Ja, mit den Kurzatmigkeiten und allem drum und dran. Also, zum Beispiel, ja. Es war jetzt ziemlich schwierig für mich, alles zu verstehen. Guck das nochmal an danach, ja. Schau mir die Sendung nochmal an. Ja. Ja, aber ich versuche eine Zusammenfassung zu machen, weil vielleicht den ein oder anderen Zuschauer auch ein bisschen gefordert war, wie ich jetzt auch. Ja. Wir reden von Eisenmangel. Mhm. Und du sagst uns, Eisenmangel hat die Ursache sehr im Bicarbonat, also im Sprich... Eine Ursache. Mhm. Eine Ursache oder im Bereich des Hämoglobins. Genau. Wo mit Eisen, wo eigentlich Eisen ist. Ja. Und eigentlich eine zweite Phase ist von 4 Pufferzonen. Richtig, genau. Gut. Was ist die Nummer 3? Also dann kommen wir jetzt vom Eisen weg, wenn ich jetzt noch... Dann lassen wir das. Entschuldigung. Ja? Gut, okay. Also da waren wir bei dieser 2. Ja? Mhm. Also Bicarbonat, weiß ich, das hat ja auch immer mit dem Salzkonsum noch zu tun, oder? Unter anderem ja, weil da ist das Natrium drin, Natriumbicarbonat, Natrium, ohne Natrium kein Natriumbicarbonat. Also kann ich schon ein ganz einfaches, kann man pauschal so ein kleines Rezept machen an alle die Leute da draußen, die mit Eisenmangel und mit diesen Symptomen zu kämpfen haben, indem man sie eigentlich schon ein bisschen animiert, ein bisschen mehr Salz zu sich zu nehmen oder ein Glas Wasser zu nehmen oder eine Prise Salz zu nehmen, kann das bereits die Eisenproduktion dann steigern? Also es ist sicherlich nicht so, dass man damit grundsätzlich die Ursache komplett beseitigt. Aber es ist ja auch so, dass es gibt ja ohnehin nie nur eine Ursache für ein Problem, sondern ein Problem entsteht durch das Zusammentreffen von mehreren Faktoren. Mhm. Und wenn jetzt beispielsweise der Salzmangel ein wesentlicher Faktor zur Verringerung der Produktion von Natriumbicarbonat ist, was dann dazu führt, dass der Natriumbicarbonatpuffer schneller erschöpft ist als normal, was dann dazu führt, dass der Hämoglobinpuffer früher in Anspruch genommen werden müsste als eigentlich nötig, zieht das natürlich dann anschließend einen erhöhten Verbrauch von Eisen nach. Okay, ich habe es verstanden, dass es nicht unbedingt die Ursache ist, aber auf der Wirkungsebene ist es eine Idee, jetzt zu agieren? Unbedingt, ja. Und dann auf die Suche zu gehen, wo eigentlich mein wirkliches Problem ist, dass ich ständig Eisen verliere, oder? Oder nicht produziere, oder nicht aufnehme, oder nicht ausfiltere, so ist oder es. Rausziehe. Ja? Ja. Okay, gut. Also ein bisschen Salz, Himalaya-Salz oder sonst ein gutes, hochwertiges, nicht raffiniertes, nicht jodiertes Salz. Dann haben wir da die Verbindung zu unserer letzten Sendung noch aufgebaut. Dann habe ich das soweit verstanden. Gut, wie suchst du denn die Kernursache des Problems, dass der Mensch hier draußen zu diesem Eisenmangel konfrontiert wird? Gut, gehen wir davon aus, dass also eine Ursache mit diesem überlasteten Bicarbonatpuffer zu tun hat und deswegen zu viel Eisen gebraucht wird. Dieses Eisen verliert der Organismus dann entsprechend durch katalytische Reaktionen im Hämoglobinpuffer. Sowas führt auch zu einer schleichenden Belastung der Leber außerdem, weil dort der Bilirubin-Hämoglobin-Kreislauf stattfindet, die Blutneubildung mit stattfindet, auch im Darm und auch in der Milz. Das sind jetzt also extreme Verflechtungen, kann ich gar nicht drauf eingehen, aber die sind wichtig. Danke. Hängt also auch alles mit der entsprechenden Verfügbarkeit von Sauerstoff in diesen jeweiligen Systemen zur Verfügung. Insofern sind vieles sich selbst sabotierende Teufelskreise. Ne? Wenn man mal irgendwo anfängt und es läuft schief, dann entsteht eine Folgereaktion, die läuft noch schiefer. Und das geht dann immer so weiter. Man muss dann irgendwann mal einen Cut setzen. Also Leute, die eine tiefe Sauerstoffverwertung haben und wenig Sauerstoff aus der Luft aufnehmen können, kann das schon wieder an dieser mangelnden Bindungskapazität des Eisens zum Hämoglobin zurückzuführen sein? Könnte auch schon darauf zurückzuführen sein. Mhm. Ja. Jetzt habe ich aber noch eine andere Vermutung, Theorie oder beziehungsweise einen Faktor, den ich auch beobachte und auch therapeutische Kollegen, mit denen ich mich austausche. Das ist ja nicht alles auf eigenem Mist gewachsen, sondern ich tausche mich aus in einem Therapeutennetzwerk und wir ergänzen uns auch durch die entsprechenden Erkenntnisse, die wir machen und versuchen auch uns zu treffen und darüber zu berichten, was wir mal wieder erlebt haben. Und ich arbeite auch im Seminarwesen für ein paar Firmen und dann sind auch die Referenten untereinander, die sich dann immer mal wieder befruchten. Da kommen ganz interessante Dinge bei raus und was ich dann wiederholt betrachte,
was ich mal angestoßen habe und was dann sich mehrfach bestätigt hat, ist Folgendes. Ich hatte vor zwei Sendungen gesagt, die Wichtigkeit des Duodenums in Bezug auf die Rezeption von Spurenelementen sei im sehr Dünndarm. Groß. Duodenum, das ist der Zwölffingerdarm. Im Zwölffingerdarm. Im Zwölffingerdarm werden also 80% ungefähr der Mikrospurenelemente resorbiert. Dazu gehört unter anderem dann auch Eisen, aber auch Chrom und Zink. Aber beim Eisen ist es am wichtigsten und das wird über die sogenannte Epithelzelle des Dünndarms oder des Zwölffingerdarms aufgenommen. Also der Zwölffingerdarm ist ja Teil des Dünndarms, der erste Teil des Dünndarms. Ich bleibe jetzt mal bei Duodenum, der Zwölffingerdarm. Okay. Das Duodenum hat eine Schleimhaut, eine Epithelschicht unter dieser Schleimhaut und diese Epithelschicht hat Epithelzellen und diese Zellen nehmen die Spurenelemente auf. Jetzt haben wir also ein Eisenmolekül, das wandert entsprechend vorbereitet durch Salzsäure. Das ist also auch nochmal wieder ein Punkt. Vorher gelangt gar kein verwertbares Eisen in den Bereich des Dünndarms, so dass die Zelle es aufnehmen kann. Dieses entsprechend vorbereitete Eisen wandert nun in die Epithelzelle des Dünndarms hinein mittels einer Endozytose. Das heißt also, das, was ich in diesem kleinen Bericht über die Omega-3-Säuren gesagt habe, was wichtig ist, die Transporterbildung einer Zelle, um ein Molekül von draußen nach drinnen zu transportieren. Ja, damit der Entschlackungsfähigkeit des Auges zur Stärkung der Sehkraft. Zum Beispiel, also Endozytose, das wäre das Entschlacken und... Ja. Exozytose wäre das Entschlacken, das Ausleiten von solchen Stoffen mittels Vesikel und Endozytose, das ist die Versorgung. Jawohl. Mhm. So, jetzt nimmt eben diese Epithelzelle des Zwölffingerdarms, weil ihr genügend Omega-3 zur Verfügung steht, nimmt die eine entsprechende Menge von Eisen auf. Oh. Oder auch nicht. Das heißt, Omega-3-Mangel kann dazu führen, dass der Zwölffingerdarm nicht in der Lage ist, das Eisen aufzunehmen. Jedenfalls nicht in dem Maße, wie er es eigentlich machen möchte. Ah. Das sind wir wieder bei diesen Lebertran-Geschichten, die wir früher ständig gehabt haben. Ja, durchaus. Richtig. Das ist nicht der einzige Weg, aber in dem Fall jetzt der wesentliche. Und jetzt gehen wir davon aus, dass eine Epithelzelle des Zwölffingerdarms ein extrem Schwerarbeiter ist. Bei einem gesunden Menschen lebt die Epithelzelle des Zwölffingerdarms 65 bis 70, vielleicht 72 Stunden. Mhm. Und dann ist die fix und fertig. Das heißt also, damit hat die so viel Lebensenergie verbraucht durch diesen ständigen zellulären Stoffwechsel, dass sie nicht mehr kann und sie stirbt ab und sie wird ersetzt durch eine neue. Jetzt muss natürlich erstmal eine neue da sein, wenn die abschilfert. Das ist ein Problem. Mhm. Fast alle Menschen haben eine Defizitsituation. Das heißt also, es werden auf Dauer gesehen nicht so viele neue Epithelzellen gebildet, wie alte absterben, je nachdem, wie hoch die Sterberate von Epithelzellen im Zwölffingerdarm ist. Ja, warum? Warum haben die Leute, warum sterben mehr als wiederkommen? Milieu. Ah, wegen pH-Milieu, wegen unserer Verschiebung. Richtig. Ah, also da sind wir wieder in der Fehlernährung, im Stress, in der Außenwirkungen auf uns und. Okay. Also die Epithelzelle des Zwölffingerdarms, die hasst pH-Werte unter 7, stirbt bei pH-Werten wahrscheinlich unter 5. Das ist jetzt natürlich nicht immer und ständig immer so und es ist auch noch nicht wissenschaftlich genau dokumentiert. Aber auf jeden Fall, je saurer der Zwölffingerdarm, desto schlechter geht es der Epithelzelle, desto mehr hat die Stress und umso schlechter kann sie regeneriert werden. Ja. Das heißt, ich habe dort einen beschleunigten Alterungsprozess, könnte man sagen. Ne? Wenn mehr kaputt geht, als wie erneuert wird, lässt natürlich die Regeneration und die Neubildung von diesen Zellen nach. Und nach 10 Jahren habe ich dann vielleicht nur noch die Hälfte der zur Verfügung stehenden stoffwechseltauglichen Epithelzellen im Zwölffingerdarm. Das bedeutet, hier wäre dann auch dieser normale, aber nicht unbedingt zwingend erforderliche Alterungsprozess sowieso vorausgeschickt, sondern wenn wir gesund leben würden, täte das ja alles nicht stattfinden. Okay. Ja? Also das Eisen wäre zwar da, aber es kann dann nicht aufgenommen werden, weil wir eben zu wenig von diesen Zotten, hast du gesagt. Aber wie soll ich denn dieses Problem dann beheben? Nun ja, dann wären wir dann wieder bei der Korrektur des Milieus, bei der Verbesserung der gesamten Situation. Und dann Situation. Wachsen die wieder. Dann wachsen die wieder beschleunigt nach. Oh, das macht aber total alles Sinn. Hä? Das macht sehr viel Sinn, ja. Also wenn ich es nicht aufnehmen kann, dann kann ich... Und es gibt ja die Leute, die nehmen ja Eisen dann zu sich. Und trotzdem ändert sich ja nichts. Nein. Weil das ja die Erklärung ist. Richtig. Jetzt habe ich es verstanden.
Im Volksmund heißt es aber auch immer noch, Frauen verlieren mehr Eisen wegen ihren regelmäßigen Blutungen. Ist das korrekt? Also das ist richtig, solange die Frauen natürlich auch ihre Menstruationsblutungen haben. Das sollte sich dann erledigen, wenn die das nicht mehr haben. Mhm. Ich finde das Wort Menopause so blöd. Das ist doch keine Pause, ne? Da ist ja eigentlich Schluss. Ja. Also okay. Irgendwie. Ja. Gut. Also wenn eben die Regelblutung nicht mehr stattfindet, dann wäre der Verlust des Blutes über diesen Weg natürlich nicht mehr gegeben. Dann kommt vielleicht noch zum Tragen die allgemein insgesamt etwas empfindlichere Konstitution von Frauen gegenüber Männern und dann auch wieder diese mentale Verknüpfung, dass in ihrem Wesen eher das Ausgleichende und weniger Zersetzende, Durchsetzende und Starke und entsprechende Auftreten ist, was dann wiederum rein psychomental schon dieser auch die Salzsäurebildung, aber auch diese Eisenresorption verringert. Aber das ist eine Mutmaßung. Aber wenn ich schon ganzheitlich arbeite und ich beziehe also diese emotionalen Aspekte mit ein, und das ist ganz wichtig, das ist sogar beim Zwölffingerdarm extrem wichtig, sage ich gleich noch was dazu, dann müssen wir auch solche Dinge mit einbeziehen. Ne? Also ich möchte noch was zusammenfassen. Mhm. Leute, die diese Symptome haben, die du eingangs erwähnt hast, wie chronisches Müdigkeitssyndrom zum Beispiel, kann auf einen mangelnden Eisenaufnahmewert Rückschluss geführt werden. Wir können A, eine Sofortmaßnahme machen, die vielleicht funktioniert oder ein bisschen Energie gibt. Das wäre mit mehr Salzen. Hä? Mhm. Gut. Auf der anderen Seite ist es dann sofort wieder, müssen wir uns denn diese im Zwölffingerdarm die Zotten anschauen, beziehungsweise das Milieu, weil dort einfach die Ausgangslage eingeschränkt ist, wo Eisen aufgenommen werden kann. Richtig. Gut, das kann bei weitem nicht jeder, da muss man einen Spezialisten haben. Mhm. Bist du so ein Spezialist, können die Leute sich bei dir melden, wenn sie wirklich immer dieses Eisenmangelsyndrom haben und es einfach ein für alle Mal aus der Welt schaffen wollen? Kannst du diese Abklärungen bei ihnen machen, wenn jetzt jemand kommen würde? Das geht, ja. Gut, dann würden wir an dieser Stelle einfach noch die Homepage aufführen von dir, damit die Leute sich bei dir melden könnten, um dieses Problem anzuschauen. Ja, dann lässt sich das Ganze natürlich auch noch individueller betrachten. Und es gibt noch diesen zweiten wesentlichen Aspekt im Zwölffingerdarm. Den kriege ich, glaube ich, hin in einer Minute. Gerne. Ja, Zeit rennt. Hä? Also zunächst das Milieu. Ja. Dadurch ist die Regenerationsfähigkeit und die Lebensdauer der Epithelzellen eingeschränkt. Mhm. Und diese Einschränkung der Lebensdauer, die ist so massiv, dass manche Zellen manchmal nur 12 Stunden, 16 Stunden leben und dann schilfern die ab. Ja. Jetzt kommt Eisen in den Zwölffingerdarm. Die Epithelzellen erkennen das Eisen, wollen das haben. Die fangen an, Eisen aufzunehmen. Es gibt eine sogenannte, ich nenne es Schwellwertregelung. Das heißt, die Epithelzelle nimmt Eisen auf, füllt sich bis zu einem bestimmten Speichervolumen mit Eisen auf und erst wenn eine bestimmte Höhe erreicht ist, gibt sie dann anschließend das Eisen an den Blutkreislauf ab. Mhm. Ja, verständlich. Ja, und wenn dieser Schwellwert nicht erreicht wird, weil die Epithelzelle früher abstirbt, dann rauscht die raus und nimmt das Eisen mit, was sie schon gesammelt hat. Das heißt also, diese verkürzte Lebensdauer von Epithelzellen der Zwölffingerdarm-Epithelschicht sorgt dafür, dass eben das Eisen noch nicht mal, wenn es schon aufgenommen wurde, aber noch nicht mal genügend Zeit gewesen ist, um es auch noch an den Körper abzugeben. Mhm. Und das ist ein weiteres großes Problem. Mhm. Und auch das ist abhängig vom Milieu des Zwölffingerdarms und von den darin vorherrschenden Säften, die gebildet oder nicht gebildet werden. Das ist also wirklich dann auch wieder sehr komplex. Also ich höre, man kriegt das hin, allerdings es ist keine einfache Sache, weil die ganze Ernährungsweise und die ganzen pH-Milieus innerhalb des ganzen Verdauungstraktes natürlich in einer korrekten Phase eingestellt werden müssen. Das Mikrobiom muss stimmen, das Milieu muss stimmen und dann ist der Körper auch wieder in der Lage, das Eisen selbst aufzunehmen und abzugeben. So ja, einfach richtig. Gesagt als Zusammenfassung. Ja, es ist einfach gesagt, es ist im Groben gesehen auch alles zutreffend. Ob das nun im Detail bei jedem genau so dann auch durchführbar ist, eine andere Frage. Da muss man eben einfach gucken, woran liegt es. Das sieht ja dann der Spezialist, der Experte wie Stimmt. du, wo das individuell auf den Patienten eingehen kann. So ist es. Sehr schön. Du, ich danke dir ganz herzlich, Wilfried. Sehr interessant. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe auch dieses Thema Eisen
hat Ihnen interessante Sichtweisen vermitteln können und auch ein bisschen die Ganzheitlichkeit, die komplementärmedizinische Sichtweise dahinter. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.